Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen zu Tag Nummer 2 in Chicago. Heute ist auch ein absoluter Highlight-Tag, denn um 12.30 Uhr bin ich heute auf dem 360 Grad Observation Desk und heute Abend um 20 Uhr dann auf dem Willis Tower, beides ziemlich große Gebäude hier in Chicago. Ja. Da hinten, wo das Schild ist, ist tatsächlich der Beginn der berühmtesten Straße in Amerika, und zwar der Route 66. Sie hat ihren Anfangspunkt hier in Illinois, in Chicago, und endet dann in Santa Monica, glaube ich, in Kalifornien. Ist 4000 Kilometer lang, und es ist einfach krass, dass hier ausgerechnet in Chicago, ausgerechnet hier, der Startpunkt ist für eines der berühmtesten Straßen hier in den Vereinigten Staaten. Aber jetzt hole ich mir erstmal vom Bäcker was und dann auf einen geilen Tag, Leute. I've been living like the summer day, sunny weather never rains. Going out every night, meet another girl, another name. Know the flow from Germany to Tokyo. Wir haben es inzwischen 11 Uhr amerikanische Zeit. In Deutschland ist es 18 Uhr. Diesen Zeitunterschied komme ich immer noch nicht so klar. Jedenfalls bin ich in der Nähe des 360 Observation Desks. Und da ist es, guckt euch das mal an, dieses Gebäude da. Da muss ich hin. Also ich bin jetzt auch gerade mit der U-Bahn hierher gefahren, weil das ist schon aus Downtown eine ganz schöne Strecke hierher zum Observation Desk. Und wenn ich schon mal die Ventra-Karte habe, warum soll ich sie nicht nutzen? Das ist übrigens das John Hancock Center und ist mit knapp 340 Metern eines der höchsten Gebäude hier in Chicago. Und es sieht echt richtig beeindruckend aus. So, ich muss jetzt hier noch eine Stunde warten, bis es hochgeht. Und in dieser Zeit, da nehme ich mir einfach mal ein Rad, würde ich sagen. You got me feeling so high. Yeah. Geil! I could, all night. Da ist der Michigansee. Yeah. And it ain't gonna stop. Nah. But I ain't gonna stop. Until I get my. No, I ain't gonna stop. So Leute, ich befinde mich jetzt am North Avenue Beach und dieser Kontrast, ja, ist einfach unfassbar. Du hast auf einer Seite diese riesen Großstadt, ja, aber dann hast du hier noch vereinzelte Strandabschnitte, wo man ganz normal Urlaub machen kann. Ja, es ist der Wahnsinn, wie auf Mallorca oder wie in Miami. Und wenn man sich einfach mal die Skyline im Hintergrund anschaut, also ich glaube, dann vergeht es einem. Also das ist, guckt euch das mal an. Da hinten ist noch der Navy Pier, glaube ich. Da kann man auch noch mal ein bisschen Riesenrad fahren. Ja, hier haben wir den Hancock Tower, wo ich dann gleich drauf bin, und noch ein paar andere Hochhäuser. Aber dieser Blick, der ist einfach überragend. So, aber in einer halben Stunde muss ich schon da sein. Insofern würde ich sagen, springen wir mal kurz vor das 360 Grad Observation Desk. Said I ain't gon' stop. No, I ain't gon' stop. Said I ain't gon' stop. No, I ain't gon' stop. Feel like the sky's in the ceiling, meaning there's no limit to the feeling that I'm feeling. Say hi, you know I'm lifted. Hi. Some people change and act distant. But if I rearrange, is that different? I'm taking a smoke break, hitting some Boutte. Won't answer the phone, so don't call. Probably bumping some Coltrane, sipping some OJ. Sex in the morning, my life is hard. I'm by the bar, drinking holy water. California marijuana, she just wanna party. But I'm higher than an astronaut. I got feelings I can't bottle up. I just wanna love, but these girls, they just wanna fuck. I'm talking good problems, been ducking shots. I ain't talking same problems. I ain't jacking chains, but I would rob them. I may take your spot and I ain't stopping. Said I ain't gon' stop. So Leute, da bin ich auch schon wieder unten vom Observation Desk, und die Aussicht, die man da hatte in alle Himmelsrichtungen, die war wirklich überragend gut. Also wenn man mal hier ist, dann ist das absolut zu empfehlen. Man hatte dann auch noch die Möglichkeit, in diesen einen Mechanismus drin zu stehen, der dich über den Abgrund fahren lässt. Ja, alleine das Video, was ich mir da jetzt gekauft habe, hat $44 gekostet, inklusive Bild. Und es ist natürlich sehr, sehr teuer. Allein der Eintritt, damit man das machen kann überhaupt, ohne die Videos und ohne das Foto, kostet $10. Und die Kamera auf eigene Faust aufstellen konnte ich leider nicht. Insofern musste ich da das Video käuflich erwerben. Aber wie dem auch sei, ja, schön war's und eine geile Erinnerung auf alle Fälle. So, ich habe mich jetzt genug ausgeruht. Jetzt geht es hier weiter. Wenn man
rauskommt aus dem Hotel. Es ist so bullenheiß, das ist unglaublich. Also ich glaube hier auch zwischen diesen ganzen Hochhäusern und so ist das auch noch mal ein bisschen was anderes als irgendwie, weiß ich nicht, am Strand oder so. Aber ich habe gerade mal geschaut, der Navy Pier, der ist ziemlich weit entfernt. Ich blende es euch mal ein. Und ich glaube, ich werde mir jetzt mal ein schönes Fahrrad gönnen und dann da mal hinfahren. Take a drink of my cigarette. Bring me out, bring you in. Also der Navy Pier ist schon ein bisschen weiter draußen, sage ich mal. Und ich würde das Fahrrad schon gerne an solchen Ladestationen wieder abgeben. Weil ich habe irgendwie noch keine Möglichkeit gefunden, dass man das Fahrrad irgendwie pausiert oder so. Oder die Fahrt pausiert, sodass ich nicht weiterzahlen muss. Da habe ich irgendwie noch keine Möglichkeit gefunden. Entweder bin ich zu blöd oder, weiß ich nicht, krieg's einfach nicht hin. Also die Straßen hier sind nicht so geil, ne? Sehr viele Schlaglöcher und so, also das geht besser Amerika. Don't let the street guy teach you. Can I be your player too? Ich komme hier gerade irgendwie nicht rüber. Hier gibt es zwar für Menschen so einen Gehweg hin, aber nicht für Räder. Muss ich vielleicht da hinten nochmal lang. Kleine Planänderung. Ich bin übelst weit abgekommen vom Navy Pier. Also ich bin da hier den ganzen Riverwalk lang gefahren, obwohl ich das gar nicht durfte, ehrlich gesagt. Aber jetzt habe ich das Fahrrad gerade hingestellt und ich glaube, den Navy Pier verschiebe ich nochmal. Ja, und schaue mich jetzt hier nochmal ein bisschen um, direkt vor dem Trump Tower. All in one. Don't let the street lights hit you all alone. Genug ausgeholt. Jetzt geht's los zum Willis Tower. Let's go! Halt! Die Kamera. Da kann man übrigens auch schon den Willis Tower sehen. Und genau da geht es jetzt hin. Ja, jetzt zieht euch mal rein, wie klein hier die Rolltreppen sind. Passt echt nur eine Person hin. Die Leute sind hier einfach so gechillt drauf. Eben in der Bahn, da war so ein Typ, hat mich erstmal begrüßt, als ich in die Bahn kam. Und dann hat er zu mir so gesagt, er ist gerade am Beten und ob ich auch irgendwas zum Herrn schicken will. Und ich meine so, ah nee, Digga, gerade nicht. Und er so, alles gut, Bro. Wir sind hier einfach so gechillt drauf, Mann. Das ist, da kann man sich echt gewöhnen. Stop dragging your heart around me, babe. Stop. Myself a job well in Chicago. It's not too much to go on, but I'll make it fine. Ooh, still anything's better than just hanging around. Grandiose Aussicht war eben bitte auf dem Chicago River. Nee, Quatsch. Was für eine grandiose Aussicht war eben gerade bitte auf dem Willis Tower. Sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Chicago eine absolut überragende Stadt. Morgen ist auch ein sehr, sehr cooler Tag. Da werde ich nämlich auf dem Chicago River ein bisschen rumschippern. Das wird auf alle Fälle auch sehr, sehr geil. Bleibt auf alle Fälle dran. Leute, das ist auch ein gutes Stichwort, das heutige Video zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Dann sehen wir uns morgen wieder, Leute. Ich bin raus. Peace. Said I ain't gon' stop. Said I ain't gon' stop. Geil, den habe ich schon überall hier gesucht, noch nicht gefunden, aber jetzt endlich. Snapple Peach, mega, absolut zu empfehlen.